Habt es so gewollt? Habt ihr zwar nicht, aber das sage ich trotzdem. Gut, ja, Quest RPG, Brian's Journey. Das, ah ja, doch, steht da drunter doch noch ganz klein. Ja, ist ein Spiel für den Game Boy Color aus dem Jahre 1999, wie man da auch am Titelbildschirm sieht. Also doch ein eher spätes Spiel für den Color, der ist ja da auch schon ein bisschen betagt gewesen zu der Zeit. Wer das Quest-Spiel auf dem N64 kennt, also Quest 64, dem wird das hier vielleicht auch so ein bisschen vertraut vorkommen. Ich weiß nicht, Yuki, kennst du das? Absolut gar nicht. Gar nicht, okay. Na gut, dann lass dich einfach überraschen. So, die können jetzt aber auch mal loslegen, weil ich will nicht allzu viel vor dem Run erzählen. Ah, jetzt geht's los. Okay, gut, und Pazama hat schon geschummelt, hat ein bisschen früher angefangen. Aber egal. Erstmal haben wir ein bisschen Cutscene, beziehungsweise ein bisschen Text, den wir da durchscrollen lassen müssen. Wir werden am Anfang sowieso auch ein bisschen... ja, das wird ein bisschen dialoglastig sein, ganz am Anfang. Wir werden ein paar Gespräche führen müssen. Dann geht das eigentliche Spiel erst so richtig los. Die beiden spielen beide auf einen Game Boy Advance SP. Haben die den über einen Game Boy Player angeschlossen oder haben die eine Capture Card da das wirklich? Kann ich dir gar nicht sagen. Also über einen Game Boy Player. Könnte prinzipiell auch über einen Game Boy Player sein, aber ich habe keine Ahnung. Also, ich meine, gut, das konnte ich jetzt bei der Recherche sowieso nicht rausfinden, weil beide keine Cam dabei hatten. Und das meiner Meinung nach auch nirgendwo irgendwo hingeschrieben haben. Aber macht ja im Endeffekt auch gar keinen Unterschied, davon abgesehen. Und warum ist... Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, warum ist bei Pazama gerade schwarzes Bild? Gut. Grundlegend basiert dieses Spiel auf den vier Elementen, also Feuer, Wasser, Erde, Wind. Und wir haben in den Kämpfen alle vier Elemente zur Auswahl. Wir können mit dem B-Knopf im Grunde anfangen, also einen Zauber starten und müssen dann mit den Richtungstasten die Elemente auswählen. Wir können zum Beispiel einfach, zum Beispiel nach oben drücken, dann machen wir einen ganz einfachen Feuerzauber. Wir können aber auch zweimal nach oben drücken, dann hätten wir zum Beispiel so einen Doppelfeuerzauber. Oder wir können auch Elemente kombinieren, indem wir zum Beispiel, oben links drücken und dann haben wir Feuer-Wind-Zauber. Und das ergibt dann öfter mal so besondere Kombinationen. Teilweise auch irgendwelche Buffs für uns selber oder halt irgendwelche Statusheilungen für uns selbst zum Beispiel. Und auf diese Art und Weise müssen wir uns im Grunde durch das Spiel durchkämpfen. Es gibt in dem Spiel auch so eine Art, eigentlich nicht so eine Art Level-System. Es gibt ein Level-System, das basiert aber auf diesem Learning-by-Doing-Prinzip. Ähnlich wie man zum Beispiel aus Skyrim kennt, wo man, wenn man zum Beispiel eine Waffenart benutzt, dann steigen die Fähigkeiten dieser Waffenart ja, oder wenn man öfter getroffen wird, steigt halt die Fähigkeit mit der entsprechenden Rüstung, die man da anhat. Und ein ähnliches Prinzip verfolgt das hier auch, allerdings natürlich bei weitem nicht so komplex. Heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Stab angreifen, dann steigt langsam unser HP-Wert. Wenn wir Zauber benutzen, steigen unsere MP und Geschwindigkeit oder Beweglichkeit, Geschwindigkeit, Bewegungsreichweite vor allem. Die steigt, wenn wir uns im Kampf bewegen. Das wird so errechnet, dass halt geguckt wird, wo man am Anfang einer Runde steht im Kampf und wo man dann am Ende steht. Und wenn das zwei unterschiedliche Positionen sind, dann kriegt man da auch ein paar Punkte drauf. Defensive steigt, indem man einfach angegriffen wird. Also mit physischen Attacken, ganz wichtig. Weil man auch mit magischen Attacken angegriffen werden kann. Und das erhöht dann halt die Magieabwehr. Außerdem kann man die neben der eigentlichen Magie auch die einzelnen Elemente steigern, indem man diese halt einfach einsetzt gegen bestimmte Gegner. Da variiert der Wert dabei. Also je härter der Gegner ist, desto eher steigt auch der entsprechende Elementwert an. Ja, und
Das ist so das Levelprinzip hinter dem Spiel. Wie gesagt, Learning by Doing und im Endeffekt, versuchen wir einfach die Kämpfe auch entsprechend gut auszunutzen, indem wir uns in jedem Kampf wenigstens einmal pro Runde ein bisschen bewegen, damit wir diese Möglichkeit da zum Beispiel die Agility in dem Moment zu steigern, dass wir die auch wirklich nutzen dann. So, spieltechnisch sieht es in erster Linie so aus, dass man im Grunde von einem Questziel zum nächsten rennt, also im Endeffekt ein paar Trigger auslöst, damit man an anderer Stelle weiterkommt, und so können wir uns halt so nach und nach durch das Abenteuer durchkämpfen und durchreden und durchlaufen. So, und wenn ihr dazu jetzt schon mal Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne stellen. Also, Naga, ich habe bisher GBA SP habe ich tatsächlich auch schon umgebaut gesehen. Und da ist der Umbau gar nicht mal so schwer wie bei einem normalen Game Boy Advance. Also... Oder beziehungsweise, was heißt nicht so schwer, aber es ist tatsächlich einfacher. Mich wundert das halt nur, dass sie halt mit den Gameboys direkt spielen, weil ich glaube, Gameboy-Player konnte man halt auch über Controller spielen. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Ja, am Gameboy-Player konntest du einen Controller anschließen oder halt auch den Gameboy Advance. Du konntest beides als Steuereinheiten benutzen. Beziehungsweise teilweise musstest du das sogar. Ja, bei dem normalen Game Boy Advance weiß ich, dass das ging. Ich weiß halt bloß nicht, ob das auch mit dem SP geht. Weil das ist ja dieser Club Game Boy Advance, weißt du? Aber funktioniert trotzdem. Den kannst du ja genauso anschließen wie den normalen Game Boy Advance. Also wie den alten, sag ich mal. Okay, das wusste ich nicht. Ich hab halt nur den alten. Ach so. Ich hatte nie so einen SP. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hab auch nur den alten. Und als ich mir ein SP holen wollte, habe ich festgestellt, der Nintendo DS, also DSi zumindest, ist fast genauso teuer oder fast genauso billig. Da habe ich mir lieber den geholt. Wir haben jetzt... So. Tatsächlich muss ich dazu sagen, ich hatte damals überlegt, mir noch ein DS Lite zu holen, also diese kleinere Version von dem normalen DS, weil man damit auch noch Advance-Spiele spielen konnte. Ah, okay. Aber kannst du mit dem DSi auch? Oder das ist doch, glaube ich, sogar der DS. Nee, der DSi hatte damals schon keinen Advance-Slot mehr. Der hatte nachher schon nur noch die Slots für die normalen DS-Karten. Ah, okay. Ja gut, aber ich habe auf alle Fälle einen DS, der halt auch Game Boy Advance-Spiele noch spielen kann. Aber frag mich jetzt nicht genau, welcher das ist. Da gab es ja auch so viele verschiedene Varianten. So, Asama ist jetzt gerade bei Gilbert und bei Gilbert kann man übernachten, also sprich HP wieder auffüllen und dergleichen. Da werden wir auch öfter mal im Run sehen, einfach weil, nimmt man halt mit. Und so wie ich das mitbekommen habe, ich habe es halt selber nie gespielt, das Spiel, deswegen kann ich da einige Sachen immer nur erahnen oder erraten. Aber so wie ich das mitbekommen habe, kostet das auch kein Geld oder so. Also spricht eigentlich nichts dagegen, da zu übernachten, außer halt der kleine Zeitverlust. Ich habe einen alten DS mit Capture Card, sodass ich in guter Qualität das Bild auf den PC übertragen kann. Capture Cards für den DS, da ist Yuki ja so ein bisschen Experte drin, die sind gar nicht so billig, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Naja gut, also ich sag mal so, ich war selber schuld, ich hätte mir einen 100er sparen können, hätte ich meinen alten DS umbauen lassen. Okay. Aber ich hatte... mir ein Nintendo 2, also New 2DS geholt, XL. Und der New 2DS XL ist halt teurer im Umbau. Also ich habe 320 für den Umbau bezahlt. Oh Gott.
war schon nicht billig. Und man muss halt immer bedenken, es ist halt Hardware gebunden. Das heißt, geht die Hardware kaputt, ist halt... Ja. Ja, es sind auch die 320 Euro futsch quasi. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich halt den Gameboy direkt nach dem Kauf habe umbauen lassen, habe ich halt erweiterte Garantie. Oh, okay. Also da bin ich jetzt halt wenigstens noch 2 Jahre safe. Na, immerhin. So, übrigens, kann ich an der Stelle auch mal kurz erwähnen. Im Kampf sehen wir immer dieses, diesen Rahmen. Im Moment sieht man es gerade ganz gut. Und dieser Rahmen, das ist im Grunde die Reichweite, die entweder unser Zauber hat oder halt die Zauber der Gegner. Und es gibt auch Zauber, die zum Beispiel auf dem ganzen Bildschirm wirken, also die quasi auch alle Gegner dann treffen können. Aber die meisten Zauber, die haben halt immer so einen bestimmten Wirkungsbereich, teilweise auch eine Mindestreichweite. Das heißt, teilweise müssen wir uns sogar ein bisschen vom Gegner wegbewegen, um den überhaupt anvisieren zu können. Und es wird generell immer der nächstgelegene Gegner anvisiert. Und wenn die beide auf der gleichen Höhe sind, dann wird primär der Gegner anvisiert, der weiter oben steht. Also, wenn sie horizontal auf gleicher Ebene sind, dann wird geguckt, wer vertikal auf einer höheren Ebene ist. Und so ein Zauber, der ja zum Beispiel, sagen wir mal, 3-mal treffen würde, der würde halt erst den weiter oben befindlichen Gegner anvisieren, mit dem ersten Treffer, mit dem zweiten Treffer den weiter unten befindlichen, also so, dass alle Treffer oder alle Gegner möglichst einmal getroffen werden. Und wenn dann halt noch Treffer übrig sind, dann wird halt wieder der obere anvisiert. Aber es wird halt vom Spiel immer versucht, die Treffer möglichst gleichmäßig aufzuteilen. Generell steigen ja auch die einzelnen Elemente. Und das bedeutet auch, dass man später stärkere Zauber bekommt. Und dementsprechend auch deutlich stärkere Kombinationen erstellen kann. Je nachdem, wie stark halt die Elemente allgemein gesteigert worden sind. Dem Wissen können wir jetzt das Abenteuer weiter genießen. Und hier sieht man das zum Beispiel bei Pazama gerade. Der Zauber, Pazama ist, glaube ich, die Sie da in der Mitte, ne? Ist ja egal. Pazama, der Runner, so. Benutzt da immer einen Windzauber und der trifft halt... Ich weiß gar nicht, ob der wirklich alle Gegner auf dem Bildschirm treffen würde oder ob der so konusförmig, also so trichterförmig nach vorne geht. Auf alle Fälle von der Position her trifft dieser Zauber so oder so alle Gegner. Ja, was die Anzeige angeht, ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Unten hat man halt die HP, die MP und die 1, 2, 3. Das sieht man am Anfang des Kampfes immer ganz kurz. Das sind gar nicht die Elemente, verdammt. Was? Die 1, 2 und 3? Na, weiß ich jetzt auch nicht. Capture Card für die Wii, ist die denn auch so teuer? Okay. Wusste ich jetzt gar nicht. Ich meine, für die Wii kann man doch im Grunde auch, Wie kann man ganz normal RGB capturen? Ja, deswegen. Das meinte ich nämlich. Da muss man dann ja nicht irgendwie unnötig viel Geld ausgeben. Und, das stimmt. Also ich hatte auch den montags weggeschickt und ich hatte den Donnerstag schon wieder. Also das war halt echt super, das ging wahnsinnig schnell. Ist denn dann da irgendwie großartig Hardware verbaut oder ist das eher so ein Software-Update mit so einem kleinen Hardware? Nee, da ist Hardware drin verbaut. Okay. Also es ist ein kleiner Chip, der damit eingebaut wird und hier wird halt ein zusätzlicher USB-Mini-Slot in den DS mit eingebaut. Worüber du dann im Endeffekt das Bild auch capturen kannst. Okay. Ich hatte mir das mal angesehen und anscheinend wird da die Infrarotschnittstelle irgendwie bei Amit angezapft. Oh, okay. Finde ich aber seltsam, dass es dann so extrem teuer ist, der Umbau. Weil eigentlich vom Arbeitsaufwand und vor allem vom Materialaufwand
dürfte das jetzt nicht unbedingt 320 Euro wert sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Vom Materialaufwand vielleicht nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Chips allgemein ziemlich blöd zu herzustellen sind. Na gut, okay. Weil das wird, so wie ich das mitgekriegt habe, ist das noch, also ist das halt keine Massenproduktion, sondern ist halt wirklich jeder Chip handgefertigt. Ach so, na gut, okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, wir haben jetzt bei Pazama gerade einen Bosskampf gesehen. Wir werden generell auch in erster Linie Windmagie benutzen. Das sieht man auch schon daran, wie hoch, also eben hatte man es bei Bing Cheng schon gesehen kurz, jetzt auch gerade bei Pazama, dass die Windmagie im Vergleich zu allen anderen Magiearten jetzt schon ziemlich hoch ist. Also Pazama hatte jetzt Magiewert bei Feuer, Wasser und Erde von 1 und bei Wind einen Magiewert von 13. Bei Bing Cheng war der, glaube ich, sogar schon bei 15, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt aber nicht, dass wir nur Windmagie benutzen, denn auch die Gegner, die uns hier im Spiel begegnen werden, die haben halt auch unterschiedliche Resistenzen und Schwächen. Deswegen macht es natürlich Sinn, gegen, weiß ich, feueranfällige Gegner zum Beispiel Feuer zu benutzen. Sollten wir also nicht komplett vernachlässigen. Aber so generell sind die Windmagie-Angriffe halt insgesamt gesehen die besten. Vor allem gegen Gegner, die halt keine besondere Schwäche oder Resistenz haben. Bing Cheng ist mittlerweile übrigens sogar ein bisschen vorne. So die ersten paar Minuten war Pazama mal so ganz leicht vorne, aber das hat sich schon ein bisschen gedreht. Wie gesagt, Pazama ist sowieso mit 1,54, also eine PB von 1 Stunde 54, sowieso schon über dem, was sie als Estimate hier festgelegt haben. Und dementsprechend ist Bing Cheng mit seinen 1,36, waren es glaube ich, halt definitiv hier auch der Favorit in dem Race. Morgen, Bloodbound. Morgen. Guck auch gerade so ein bisschen auf die Werte. Also Bing Cheng hat gerade 50 HP, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die bei ihm auch gerade voll sind, die HP. Aber generell hat... Nee, das sieht eigentlich ziemlich gleich aus. Ich wollte gerade sagen, generell hat Bing Cheng im Moment schon ein bisschen höhere Werte, aber da habe ich mich dann doch geirrt. Natürlich gehört hier auch immer so ein bisschen RNG mit dazu. Also wir sehen ja hier auch Zufallskämpfe und je nachdem, wie viele Zufallskämpfe wir bekommen, können wir natürlich auch mal ein bisschen Zeit verlieren. Morgen mit Bio. Morgen. Ich versuch mal herauszufinden. Man sieht hier da immer so dieses Viereck, in dem der Gegner und der Charakter ist. Ist das der Bewegungsradius, den wir haben, oder? Nee, das ist die Reichweite vom Zauber. Ah, okay. Also, das sind verschiedene Dings hier, ne? Verschiedene Anzeigen, halt auch die vom Gegner, aber die sieht man teilweise nur ganz kurz, weil der Gegner seine Attacken mal relativ schnell auch durchführt. Obwohl, nee, Moment, das sind doch die Bewegungsreichweiten. Okay, ich habe mich geirrt. Mir leid. Kein Ding. Ich habe das tatsächlich immer so als Zauberdings wahrgenommen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mal ein bisschen drauf geachtet. Oh, naja. Ich war mir halt selber nicht sicher, ob das jetzt nun halt wirklich nur der Radius ist oder ob das irgendwie noch mit was anderem zusammenhängt. Mhm. Ich meine, ich war mir eigentlich sicher, bis du es dann erwähnt hast. Nee, aber wie ich vorhin schon mal sagte, wir werden uns in jedem Kampf halt... mindestens ein bisschen bewegen, also
in jeder Runde einmal bewegen, damit wir halt diesen Bonus auf die Agility auch bekommen. Also auf die, im Endeffekt auf die Bewegungsreichweite. Ja, weil wenn man die Möglichkeit hat, so einfach vor allem an so einen Bonus ranzukommen, dann nutzt man das natürlich auch. Wer macht denn hier die Moderation? Die Moderatoren. Also ich zum Beispiel oder Yuki. Ich weiß jetzt nicht, wer sonst gerade noch alles da ist von den Mods. Aber da sind schon genug da. Ich glaube, wir sind momentan so ein bisschen alleine. Na, offiziell nicht. Offiziell sind noch so. Ja gut, da sind auch die ganzen Bots mit dabei. Ich wollte gerade sagen, es sind halt vier Bots bei uns mit drin. Genau. Obwohl, mir wird Exo noch angezeigt, aber Exo wird wahrscheinlich locken. Ja. Deswegen hatte ich ihn eben nämlich auch nicht genannt. Ja gut, jetzt ist es eh zu spät. Hi Exo. Morgen Exo. Ja, da kommt man ins Stream und hört wenig Tag im Arsch. Genau. Und ich wollte eigentlich gerade einen guten Konter darauf bringen, aber da hat meine Stimme nachgelassen, verdammt. Oh. Achso, ich meinte bei denen da. Frag mich nicht, wer da Moderation macht. Also meinst du mit Moderation jetzt wirklich Chatmods oder irgendwas ganz anderes? Ja, ja, Karma. Genau, Exo. Ja, aber was soll ich denn sagen? Ich lese dich hier am frühen Morgen, Exo. Also normalerweise machen während eines Runs immer die Runner mit die Moderation, beziehungsweise die Leute, die auf der Couch sitzen. Und ja, die Runner sind halt momentan Bing Chang und Pa Summer. Ja, die dritte Person ist, kann ich leider nicht sagen. Könnte auch einer von den Runnern sein. Ich meine, wir haben ja insgesamt, wie viele waren es? 5, glaube ich. Also, sie kennt sich zumindest sehr gut mit dem aus, was da im Run passiert. Also denke ich mal schon, dass sie irgendwie wahrscheinlich auch Runner sein wird. Oder Tent sich zumindest sehr gut, ne, mit dem Speedrun beschäftigt hat zu dem Game. Nee, Cent ist es nicht, weil Cent ist nämlich auch einer der Runner. Dann schätze ich mal entweder Spyrester oder, oh Gott, das für ein Name? Theophir. Achso, oh Moment, irgendwas mit Legends. Ach, Vice of Legends, oh Gott. Wenn das alles so zusammengeschrieben ist, nur in kleinen Buchstaben, dann kann man es kaum lesen. Das ist dann nämlich der Weltrekordhalter. Beni, also die Gläser, die du normalerweise als Aschenbecher benutzt, setz die mal wieder auf. Ich glaube, es tut dir immer ganz gut. Soll beim Lesen helfen, habe ich gehört. Als Kakaobecher, meinst du? Moment. Kann dir aber mal den Namen zeigen. Wie gesagt, er ist der Weltrekordhalter. Da, versuch mal den Namen auszusprechen. So. Ich mein, gut, jetzt, Legends. Ja, jetzt hast du es ja auch gehört. Nö, ich hätte es auch so her gesehen. Ja, ja, ja. Nee, ich glaube, der ist tatsächlich schon. Ich habe meine Brille auf. Ja, ja. Ich habe dieses Off und Legends da nicht gesehen. Ich habe das wirklich für ein langes Wort gehalten irgendwie. Aber naja, egal. Ich sollte erstmal richtig wach werden, bevor ich was schreibe, ohne richtige Erklärung dazu. Ja gut, das kann helfen. Ja, wir müssen Vini mal wieder zur Wartung schicken, Exo. Da merkt man ja schon ein bisschen durch. Ja komm, ich habe aber auch eine lange Nacht hinter mir. Ja, das stimmt. Du hattest ja diesmal meine Nachtschicht. Quasi, ja. Ja. Die ich nicht gemacht habe, weil ich The World Ends With You kommentieren muss. Und sonst wahrscheinlich noch nicht wach gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Kommt denn das? Achso, ist ja der übernächste Run schon. Deswegen. Ja gut, der übernächste Run, das hat bei einem RPG Limit Break ja auch nichts zu sagen. Ja, 14:22 Uhr. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nochmal aktualisiert wurde, aber irgendwie so in dem Dreh. Das bezahlt keiner freiwillig mehr. Wir könnten ihn auch als Forschungsobjekt zur Verfügung stellen, dann werden alle Wartungen kostenfrei für uns übernommen.
der Sexualforschung, ja, aber woanders auch nicht. Andere Sachen lasse ich mich nicht ein. Obwohl, nee, da eigentlich auch nicht. Wer weiß, was da erforscht wird. Oh, und Moment, wir haben es ja nicht mehr nach 22 Uhr, beziehungsweise nicht mehr in der jugendfreien Zeit. Das sollte ich solche Dinger dann lassen, aber egal. So, Bing Cheng ist jetzt mittlerweile bei Galita angekommen. Und da können wir jetzt ein paar Sachen kaufen. Oder in dem Fall verkaufen, oder verkauft er jetzt? Ja, er hat verkauft, okay. Wir haben, oder nicht verkauft, sondern weggegeben, so. Wir haben generell einige Heil-Items auch schon im Inventar, habe ich gerade gesehen. Also Honeybread zum Beispiel ist ein Heil-Item, das, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ich glaube 100 HP herstellt. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber irgendwo hatte ich doch hier so einen schönen... In der Zeit antworte ich mal kurz auf Omegas Frage, und zwar, ja, ich zocke. Nein, kein LoL, kein PUBG, kein Fortnite. Ich habe zwar LoL noch installiert, aber ich habe insgesamt nur einmal LoL gespielt, für 2 Stunden mit Mauli. Armer Mauli. Ach, deswegen heißt er auch Mauli. Da hat er angefangen, Mauli, um zu maulen. Mauli braucht noch jemanden. Ah. Die braucht einen 5. Mann. Also habe ich das schnell gedownloadet und installiert. Okay. Und im Endeffekt war ich genauso nützlich wie alle anderen, die da hätten kriegen können. Klammern gar nicht. Darf man fragen, wie alt ihr seid? Ja, fragen darf man. Warte. Vini, nur die ersten 4 Zahlen bitte, ja? Sonst dauert das zu lange. Als du angefangen hast mit warte, wusste ich genau, dass das kommt. Hast du von Apri geklaut? Ja, natürlich. Nein, ich bin, ich bin 37 Jahre jung. Jung, natürlich. Also nein, 37 Memory Overflows, so. Genau, wird grad sagen, ja. Da haben wir durchgerechnet, irgendwie, was war das, 9200 irgendwas Jahre. Und Yugi ist ein klein wenig jünger. Ich bin 25. Oh, niedlich. So, wir sehen übrigens gerade hier auf dem Eis haben wir eine extrem hohe Bewegungsreichweite, weil wir immer noch so ein bisschen weiter stüttern. Und wir konnten uns eben tatsächlich auf dem ganzen Schlachtfeld bewegen. Ich bleib gleich bei den Tatsachen, Exo. Oh Mann. Ich liebe diesen neuen Linkus-Emote, ey. Ach, den du gerade gepostet hast, da? Ja, der passt so schön in so vielen Situationen. Ist ja fast so schlimm wie Zylo mit seinem Schlagstock-Emote. Ja, da kann er sich aber mit Bloodmoon zusammentun, ganz ehrlich. Okay. Valvaran, genau so wurde es ausgesprochen. Das Spiel, das direkte Spiel nicht, aber es gab auf dem N64 Quest 64 und die gehören beide zusammen. Ich habe aber beide nicht gespielt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie sehr die sich ähneln. Da müsste ich jetzt raten. Kann das auch, Ramwal? Was? Ach so. Ja, ja. So, sind beide aber jetzt... Kann es sein, dass die sogar gerade im selben Screen sind? Jetzt muss ich mal warten, bis der Kampf vorbei ist. Also bei Big Cheng? Bing Cheng, so. Ich wusste, irgendwas hatte ich da falsch ausgesprochen gerade. Nee, sind sag doch mal, nicht. Kann das sein, dass die Ladezeiten sich unterscheiden auf den Geräten? Habe ich jetzt nicht. Weil wir hatten vorhin ja am Anfang bei Bing Cheng einen ziemlich langen Schwarzscreen gehabt. Den hatte aber Pazama vorher auch. Und der war auch ziemlich lang. Muss ich mal darauf achten. Kann aber sein, dass die sich tatsächlich so ein bisschen unterscheiden. Because
Achso, die Elemente da und das Leveln war doch sehr ähnlich. Ja gut, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wie gesagt, es ist halt quasi dieselbe Spielereihe. Obwohl, ich glaube, da gab es tatsächlich auch nur diese beiden Spiele. Und ja, im Endeffekt ist das hier sowas wie der Handheld-Ableger, also der Game Boy Color-Ableger von dem Quest 64. Und in dem Gebiet, ich hatte ja vorhin gesagt, also wir werden sehr viel Windmagie einsetzen. In dem Gebiet werden wir jetzt aber in erster Linie auf Wassermagie gehen. Einfach weil die Gegner dagegen hier deutlich empfindlicher sind. Und man sieht auch gerade ganz gut bei beiden so ein bisschen die Aufteilung. Also immer wenn die Elemente angezeigt werden, sieht man die Aufteilung. Und Feuer ist im Moment so überhaupt noch nicht wichtig gewesen. Das heißt, da haben wir auch erst einen Wert von 1. Wind war mittlerweile 22. Glaube ich. 22 oder 23. Wasser ist auch relativ hoch mittlerweile, also im zweistelligen Bereich auf alle Fälle schon. Und Erde, ja, ich habe es gerade gesehen, Erde war auf 3, also noch nicht allzu hoch. Oh Gott, ich habe jetzt erst mitgeschnitten, dass der zweite Runner die Frau ist. Ja, hatte ich doch vorhin auch schon gesagt. Oh Gott, ich brauche mehr Kaffee. Ich weiß allerdings nicht, ob die da wirklich so sitzen, wie die Bildschirme auch angezeigt werden. Also kann auch sein, dass Bing Cheng zum Beispiel die Frau ist und Pasama der Mann auf der linken Seite. Ich glaube zwar nicht, also ich denke mal schon, dass sie das so angeordnet haben, wie die da sitzen, aber ich kann es nicht zu 100% sagen. Wir hoffen einfach. Bitte? Wir hoffen es einfach. Genau. Achso, ist das PJ, der Dritte, der da sitzt? Da haben wir nämlich vorhin schon gerätselt. Weil wir es selber nicht genau wussten. Ah, okay. Gut zu wissen, danke für die Info, Ranwall. Den erkennst du noch, na dann ist gut. Das ist schon mal sehr erleichternd. Warum? Wen erkennt Ramwald sonst nicht? Klang jetzt irgendwie so danach. Ich versuche gerade, ich brauche gerade noch ein bisschen, um die passende Antwort darauf zu finden. Ach so, okay, gut. Ja, dann melde dich in einer Stunde einfach, wenn du die Antwort hast, und dann passt das schon. Ja, er hat es mir gerade geliefert. Die anderen beiden kennt er nicht, also würde er sie auch nicht erkennen, so. Ach so, okay. So viel zu Ramwald kennt ja jeden. Ha. Und ich versuche mal so einen kleinen Fixpunkt hier irgendwo zu finden, um mal zu schauen, wie weit die jetzt wirklich auseinander sind, beide. Das war 32,24, als Bing Cheng da die Treppe runtergegangen ist. Bauen. Aber Pisama scheint jetzt doch ein bisschen abgeschlagen schon zu sein, wie es aussieht. Ja, also Pisama muss auf jeden Fall wesentlich mehr heilen als Bing Cheng. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach an Bad RNG liegt oder ob generell da ein bisschen mehr schief gegangen ist. Also ich würde sagen, in erster Linie ist es nicht mal unbedingt RNG. So RNG-lastig ist das Spiel nämlich eigentlich auch gar nicht. Mal abgesehen von so ein paar Zufallskämpfen. Es kann gut sein, dass Pisama im Ausweichen ein bisschen schlechter ist. Also man kann den Zaubern, die Gegner auf einen schleudern, den kann man halt auch ausweichen, indem man sich bewegt. Und es kann einfach sein, dass ich will immer Pyjama sagen. Pasama, ich bin auch so ein bisschen bei Earthbound gedanklich. Es kann sein, dass Pasama halt einfach noch nicht so geübt ist im Ausweichen. Hat er vorhin auch schon gesagt, also zumindest laut dem Leaderboard auf speedrun.com herrscht da doch schon so ein gewisser Klassenunterschied zwischen den beiden.
Also das waren, ich glaube, ungefähr 18 Minuten Unterschied in deren PBs bei einem Run, der 1:30, also der unter 2 Stunden geht, sind 18 Minuten dann doch schon relativ viel. Weil, wie gesagt, ich kann auch nicht ausschließen, dass Pasama irgendwie in letzter Zeit einen deutlich besseren Run hingelegt hat, der aber einfach noch nicht eingereicht wurde. Mhm. Wer weiß, wer weiß. 3 Liter Emergency Coffee. Okay. Vor allem, wo du gerade Earthbound erwähnt hast, musst Earthbound spielen. Du bist mittlerweile auf dem 3DS, ich hab's, beziehungsweise 2DS, aber ich hab's immer noch nicht gespielt. Du hast es sogar und spielst es trotzdem nicht. Schämlich. Ja, ich bin gerade dabei, Persona 4 und 5 zu platinieren, das dauert ein bisschen. Ja gut, okay. Wohin ging ein Umschlag aufreißen? Oh ja. Weiß sogar was für einer. Wurde es dir gesagt, oder wie? Ja. Ah. Nee, Bloodborne hatte da so ein paar Fragen wegen dem Versand oder wegen der Sicherheit beim Versand. Ah, verstehe. Jo. Ja, ich lasse mich dann auch mal überraschen, ob die CD funktioniert. Wäre auf jeden Fall geil, wenn es klappen würde. Ja, dann wäre das nämlich schon mal ein Problem weniger. Dann hast du aber in Kürze ein schönes neues Thief-Spiel. Oder was dachtest du, was du kriegst? Was heißt, ich kann demnächst offiziell Runs einreichen. Ja, stimmt, siehst du? Weil es ist ja dann kein Emulator-Run mehr. Ja gut, das stimmt. Zum einen das und zum anderen... Das ist einfach dann... Ha! Schön. Ja, eben. Ohne Kaffee keine Witze, wow. Autsch. Aber die scheinen jetzt echt schon sehr weit auseinander zu sein, beide. Also, Pasama ist, mindestens jetzt schon ein Gebiet hinter. Richtig. Ist auch schon seit einer ganzen Weile. Also, Bingcheng ist ja jetzt nicht gerade eben hier in dem dieser Bergregion, ich nenne es einfach mal Bergregion, angekommen. Und der hängt da ja doch schon eine ganze Weile drin. Wow, Exo. Exo lernen erstmal Grammatik. Dann kannst du hier umragen, wollte ich gerade sagen. Umsticheln, so. Beni, du bist heute nicht schlagfertig. Ja, ich bin auch ein bisschen müde. Du kommst heute nicht gegen Exo an. Oh Gott, das ist schon traurig eigentlich, ne? Ich meine, gegen Exo kommt man normalerweise an mit 3 Promille und Darmverstopfung. Ich bin schon wieder zu detailreich, ne? Ich merke das selber. Nein, ich musste gerade über den Satz von Bloodbound lachen. Ah, och man. Feigling. Nee, Bloodbound hatte gefragt, ob er irgendwie zum Sichern der Disk halt noch irgendwas reinlegen soll. Da hatte ich ihm gesagt, ja, so einen Schaumstoffschwamm kann man ja reinlegen, um halt die Disk da so ein bisschen in Position zu halten. Und da meinte er so, ja, aber erweckt einen falschen Eindruck, wenn ich da einen Schwamm reinschicke. Da habe ich ihm dann halt geschrieben, ja, dann pack noch einen Zettel mit rein für deinen Haushalt. Oder irgendwie so, irgendwas in der Art. Ich weiß es selber nicht mehr so hundertprozentig. Ich persönlich hätte ja reingeschrieben, geh putzen damit. Das wäre vielleicht doch ein bisschen doll. Dann muss ich aber zu dir allerdings sagen, ja, die Stahlwolle, die brauchst du schon, wenn du dich putzen musst, ne? Oh Mann, ich bin sogar Yuki kann mich heute in Sachen Schlagfertigkeit übertreffen. Oh Gott, was war das für eine Lache? So, Bingcheng hat gerade, keine Ahnung, wie der heißt. Ich glaube, der heißt einfach nur Dragon. Auf alle Fälle den Drachen hier besiegt. Ja, da stand ja auch gerade Dragon. Ach, das war so, ich habe jetzt nicht genau auf die Zeit geachtet, aber so ungefähr 38:30, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal, wie weit Pasama jetzt wirklich hinten dran ist. Müssten tatsächlich schon einige Minuten sein mittlerweile.
Ja. Das ist eigentlich auch ein bisschen demütigend. Also ohne, dass das jetzt böse gemeint ist, aber ja doch. So frisch geduft und rasiert und angezogen. Kaum reden wir von Stahlwolle, schon kommt Ziff an mit frisch geduscht. Wow. Ich fühle mich gleich viel besser. So, aber Pazama ist zumindest in der Bergregion mittlerweile angekommen. Mann. Also Pazama scheint auch hier und da immer noch so ein bisschen Movement-Probleme zu haben. Vielleicht liegt es auch Achso. direkt irgendwie an der Hardware mit, dass da irgendwas nicht ganz stimmt, aber man merkt es hin und wieder, die Bewegung nicht ganz so. Im Movement jetzt in den Kämpfen oder Generell, sowohl in den Achso. Kämpfen als auch auf der World Map, fällt halt dadurch auf, dass das Pazama öfter mal an Kanten hängen bleibt. Okay. Ja, ich gucke in erster Linie auf Bing Chang, deswegen kann ich das nicht so hundertprozentig einschätzen. Was hatte ich gesagt? 38, 30, ne? Echt mal gespannt, wie weit Pazama jetzt hinten liegt. Wow, Naga. Oh, der war böse. Aber mir hat er gefallen. Sama Oh, hat aber Moment, auch das. echt Pech mit den Zufallsencountern. Ja, aber so diese Kombination aus schlechtem RNG und halt, ja, dieser Ne, ich will nicht sagen Unkenntnis. Unkenntnis ist da definitiv übertrieben. Mehr Ungenauigkeit im Movement halt, Genau. definitiv. Dieses, ja, etwas Ungeübtere. Diese Kombination, die sorgt halt dafür, dass Fasama mittlerweile schon deutlich abgeschlagen ist. Und wenn man mal überlegt, wir sind jetzt gerade mal bei, ja, ein bisschen was über 41 Minuten. So, da kommt im Endeffekt noch eine ganze Menge. Und ja, Exo, ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Außer die Marys, die leben nur im Hier und Jetzt, weil die haben ein Guppyfischgedächtnis. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit mal gelesen, dass Guppyfische gar kein so schlechtes Gedächtnis haben sollen. In der Region setzt, also wenn ich sage in der Region, muss ich auch sagen, bei wem. Die sind ja jetzt in komplett unterschiedlichen Regionen mittlerweile. Aber Pazama nutzt in der Region jetzt auch wieder relativ viel Windattacken. Also entweder weil die Gegner tatsächlich auch schwach gegen Wind sind. Oder weil sie halt generell keine Stärken und Schwächen haben, aber der Windzauber im Moment sowieso der am besten gelevelte ist. Da haben wir jetzt nochmal. Also das sollte ich vielleicht auch mal erwähnen. Wir können an bestimmten Stellen immer so einen Samen finden, die wir dann, also mit der halt auch die entsprechende Magie dann wieder ein bisschen besser wird. Und da hatte Pazama jetzt quasi aus der Distanz einen von diesen Samen eingesammelt, ohne dass der überhaupt im Bild zu sehen war. Oh Gott, und jetzt ist Pazama erst beim Drachen. Also es sind gut 5 Minuten fast, die sie beide auseinander sind. Ja. Ich will mal warten, wie das nach dem Kampf aussieht hier. Weil dann kann ich so ziemlich genau sagen, wie weit Fasama jetzt hinten liegt. Aber generell kann man bei den Bosskämpfen sagen, die sind jetzt nicht so super schwer. Also, hält sich alles noch in Grenzen. So, und das waren jetzt 38, ja, 38, 30 hatte ich schon gesagt, ne? Also so ungefähr 4 Minuten 45. Ja, Also vielleicht wirklich, fast 5 Minuten. richtig. Sonst auseinander. Das spiegelt aber tatsächlich ganz gut die unterschiedlichen PBs der beiden wieder. Aber naja, dann
ist das halt so. Also ist ja jetzt nicht so, dass das Pasama hier, weiß ich, was für eine schlechte Leistung abliefert oder so. Ganz im Gegenteil, so schneller als unser Eins ist sie da definitiv auch immer noch. Definitiv. Ich wäre wahrscheinlich nicht mal halb so weit gekommen, ohne wenigstens schon zweimal zu sterben. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal den Gamer Color angekriegt. Ja, doch, so viel Leistung traue ich dir noch zu. Frage ist nur, ob du dann die Cartridge auch reingepackt hättest. Ja gut. Ich hätte einfach vergessen, wo die reingehört. Das klingt schon eher nach dir. Siehste. Ja, irgendwie bin ich heute etwas sehr am Sticheln. Nein, Exo, ich plane nicht mehr als 3 Tage voraus. Weil es eh nur schief geht, wenn ich es tue. Ja gut, aber so ein bisschen... so ein bisschen Planung sollte man trotzdem schon haben. Also ich plane nie länger als 2 Tage, was ich am Tag esse. Ja gut, okay, das kann man ja immer noch relativ spontan sein. Nein, Spontanität funktioniert bei mir nicht, was das betrifft. Okay. Weil das würde damit enden, dass es jeden Tag Suppe gibt. Oh, lieber so als jeden Tag Nudeln, würde ich mal behaupten. Pasama, das habe ich auch schon. Pasama ist jetzt bei Leonardo angekommen. Den haben wir vorhin bei Bing Cheng auch schon gesehen, aber in dem Moment hatte ich, glaube ich, irgendwas über Pasama gerade erzählt, deswegen hatte ich das bei Bing Cheng so ein bisschen ignoriert an der Stelle. Hat die aber jetzt auch ganz gut hinbekommen, den Kampf. Also es sind bei Pasama tatsächlich noch keine, weiß ich, wie groben Fehler passiert. Also dass sie zum Beispiel stirbt und dadurch Zeit verliert oder so, sind halt wirklich nur Kleinigkeiten. Und das ist dann immer schon eher ein Zeichen dafür, dass der entsprechende Runner halt deutlich ungeübter ist. Also so ein Fehler, der kann auch dem besten Runner mal passieren. Ich muss mich entschuldigen, das war gerade mein Wecker. Ach so, ich habe nur irgendwie das Mikro ein bisschen knacken gehört. Nichts Besseres als Käse mit Nudeln. Jetzt wäre ich nämlich eigentlich erst aufgestanden. 8:45 Uhr? Okay. Ja gut, hättest ja eigentlich auch bis... Ab 9:15 Uhr hätte ich nämlich Regie übernommen. Genau, ab 9:15 Uhr. Oh. Ja gut, aber du warst ja eh schon hier. Yep. Naga, ich würde dir gerne was von meiner Tomatensuppe anbieten, aber die muss ich erst noch kochen. Das ist meine her. Ich verstehe bis heute nicht, wie man Tomatensuppe essen kann. Oder Tomaten allgemein. Ja gut, wenn man keine Tomaten mag, ist das halt eine Sache, ne? Aber eine richtig gut zubereitete Tomatensuppe... Geht nichts drüber. Second schuldet mir auch immer noch weiße Tomatensuppe. Oh. Da wird langsam Zeit. Morgen Schmunu. Und morgen Real Link. Jetzt kommen die Leute langsam alle aus dem Bettchen raus. Also, ich mache das anders. Ihr kriegt von mir ein Begrüßungs-Meri. Oh Gott. Oh, aber das sieht eigentlich auch niedlich aus. Will's ja immer nicht zugeben, aber doch, sowas sieht eigentlich schon niedlich aus. Das kleine Mary? Ja? Ja, natürlich sieht das niedlich aus, das habe ich ja auch selbst gezeichnet. Ja gut. Nicht von Essen reden, Freundin schläft doch und ich muss leise sein. Kann mir nichts machen. Oh, ja gut, das ist eine dumme Kombination. Gib dir einen Tipp. Also bei uns in der Familie hilft es immer, wenn einer Kaffee ansetzt. So richtig schöner, frisch gekochter Kaffee. So wegen und dem dann stehen 90% meiner Familienmitglieder entweder schon neben einen und wollen die erste Tasse haben oder wachen gerade Zombie-like auf. Oder beides, stehen Zombie-like neben dir. Was machen die da? Die kämpfen. Okay, bei Pasama sieht man die Gegner tatsächlich gerade ein bisschen schlecht, aber
direkt über und unter dem Charakter ist jeweils ein Gegner. Beiden werden gerade bekämpft. Wobei Pazama ganz schön Probleme hat schon wieder, wie es aussieht. Oh, ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ist Pazama gerade gestorben? Weil ich hatte vorher mal kurz auf die HP geguckt, da hatte sie noch 17 HP. Und ist dann plötzlich getroffen worden mit 17 HP. Ach nein, nein, Pazama kämpft gerade gar nicht. Pazama heilt sich die ganze Zeit und lässt sich aber attackieren. Für jeweils 4 Schadenspunkte, die man nimmt, steigt nämlich der Verteidigungswert um 3%. Also das heißt nicht, dass da wirklich jetzt gleich 3% mehr Verteidigung raufkommen, sondern das ist so eine Fortschrittsleiste. Wenn die 100% erreicht hat, kriegt man halt einen Punkt Verteidigung dazu. Und wenn Pazama da jetzt so einen Treffer abkriegt, ja so 30, sag ich, nehme ich jetzt mal als Beispiel, dann wären das halt schon, Moment, 30, ja, 7 mal 3 wären schon 21% auf dieser Fortschrittsleiste, nur mit dem einen Treffer. Ist natürlich ein bisschen riskant, weil, wenn Pazama jetzt zweimal in Folge von einer relativ harten Attacke getroffen wird, kann auch ganz schön mal Schluss sein. Oder was? Genau, sie grinden gerade Verteidigung. Also Bing Cheng jetzt nicht mehr, der ist damit schon durch. Aber Pazama halt noch. Und, Munu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bei den meisten Games bist du selber dabei, in Live-Split die Splits weiterzudrücken. Es gibt allerdings in verschiedenen, also bei verschiedenen Speedruns auch Autosplitter, die dann direkt auf das Game zugeschnitten sind und unter anderem Ladezeiten rausschneiden direkt oder verschiedene... Ja, die Splits halt automatisch setzen. Genau. Also die schreiben sich dann so ein bisschen in die in das Spiel an sich rein. Und weiß ich, das beste Beispiel ist jetzt Resident Evil, weil ich da ja selber auch einen Autosplitter nutze. Wenn man da beispielsweise das Feuerzeug eingesammelt hat, erkennt der Autosplitter das anhand der Spieldaten und macht dann halt automatisch beim Feuerzeug-Split halt den entsprechenden Split. Ja. Und tatsächlich sind die Autosplitter immer verbreiteter. Also, weiß ich, sowas wie Sonic auf Mars-System hat mittlerweile auch einen Autosplitter, den ich aber bisher immer noch nicht ausprobiert habe. Verdammt. Da wüsste ich zum Beispiel gar nicht, ob ich den nutzen kann, weil ich ja die Virtual Console-Version renne. Ach so. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Da müsstest du zur Not mal Icy fragen. Der hat den ja entwickelt. Autosplitter. Weil ich habe ja nur ein Master System 2 hier. Ich habe ja kein Master System 1 und das 2er kann ich nicht capturen. Das stimmt. Also kann man schon, aber es ist sehr schwer, weil es halt nur über Coax läuft, ohne Umbau oder so. Mhm. Aber ich würde dann sowieso zweifelsfall statt einen Umbau zu machen, immer das Master System 1 holen. Allein wegen dem Card-Slot und dem Reset-Knopf. Naja gut, ich habe halt die Virtual Console-Version. Mhm, ja klar. Das geht halt auch eigentlich sehr gut. Aber wie gesagt, da kannst du dich ja mal mit Icy zusammensetzen und dann mal nachfragen. Oder ich kann ihn vielleicht bei Gelegenheit auch mal fragen, ob das irgendwie auch mit so einer Virtual Console funktioniert. Ich weiß nämlich immer nicht hundertprozentig, wie die sich da quasi ins Spiel reinschreiben. Die Autosplitter. Das stimmt, Bloodbound, das Master System, das passt nicht in einen gepolsterten Umschlag. Nee, nicht ganz. Vor allem das 1er nicht. Das ist ja, ja, das stimmt. Eine gute Ecke größer. Sieht aber auch geiler aus irgendwie. Alles klar, einer wieder. Ich will bei Arbeiten immer nicht sagen, viel Spaß auf Arbeit. Obwohl doch eigentlich schon. Ist ja eigentlich nichts Schlimmes, da auch Spaß zu wünschen. Genau, und Nagaku hat es auch gerade geschrieben, es gibt so ein paar Spiele, Celeste scheint da ja ein Beispiel zu sein für,
wo die Ingame-Timer so akkurat sind, dass man, ja, dass die Community die auch entsprechend akzeptiert. Ja, bei Kingdom Hearts 3 ist es zum Beispiel so, da nimmst du ja die Real-Time und die Ingame-Time. Mhm. Und wenn du Game Over gehst in einem Kampf, dann wird die Real-Time gewertet statt die Ingame-Time. Ah, okay. So, Pazama ist übrigens jetzt mit dem Grind auch fertig. Und ja, macht jetzt halt ganz normal weiter. Wir werden das auch vor allem im finalen Bosskampf nachher sehen, dass die Verteidigung tatsächlich schon sehr, sehr hoch ist mittlerweile. Weil, ich meine, gut, er hat eine Attacke, die trotzdem immer noch ordentlich Schaden macht. Aber die meisten Attacken von ihm, die, ja, ich will nicht sagen, verpuffen wirkungslos an uns. Weil ein bisschen Schaden machen die schon immer noch, aber das ist dann so im einstelligen Bereich. Lässt sich also alles dann gut wegheilen. Und gibt dementsprechend natürlich auch eine gewisse Stabilität. Was it because your treasure stolen? Well, it was my mistake for allowing the water jewel to be stolen. Where did the thief go? Brian actually. Und beim nächsten Bosskampf, also beim nächsten Bosskampf, den Bing Cheng zumindest macht, werde ich halt auch nochmal gucken, wie weit die dann auseinander sind. Ich habe so das Gefühl, dass der Abstand sogar noch größer geworden ist jetzt. Das kann sein. Wie gesagt, Pazama hat halt teilweise echt Pech, was die Zufallskämpfe auch betrifft. Mhm, eben. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Weil so ein spannendes Race ist natürlich immer schöner zuzuschauen. Also für einen neutralen Betrachter zumindest. Ja, klar. Ich meine, es ist halt auch kein Dot-Hack, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Inwiefern jetzt? Naja, bei Dot-Hack war es bis zum Ende spannend. Ach so, ja stimmt, das war ja ein Race. Mhm. Stimmt. Ja, da kennst, oder hattest du damals das DuckTales Race gesehen, also DuckTales Remastered? Mm-mm, nee. Das war spannend. War, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das war. Das war jetzt nicht so super lang, ich glaube 20 Minuten oder so. Und die waren eine halbe Sekunde auseinander am Ende. Aber du hast trotzdem schon mehrere Sekunden vor Schluss gesehen, wer das Ding gewinnen wird. Aber das war trotzdem, wenn man das so bedenkt, ist es halt echt. Richtig. Wow, einfach nur teilweise. Hatte ich mit Becky zusammen kommentiert. Weiß aber nicht mehr, bei welchem Event das gewesen ist. Ist auf alle Fälle schon eine Weile her jetzt, mittlerweile. Da kommt man wirklich mit Fiebern. Und solche Races wünscht man sich als Zuschauer natürlich dann auch. Ja, klar. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass Bing Cheng jetzt irgendwie mal einen großen Fehler macht, dass er zum Beispiel in irgendeinem langwierigen Kampf so ziemlich gegen Ende plötzlich stirbt. Den ganzen Kampf nochmal machen muss. Und dann wäre es halt auch wieder spannend. Aber das kann genauso gut auch Pazama passieren. Das ist sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher, würde ich mal behaupten. Aber entschieden ist hier definitiv noch nichts. Auch wenn wir jetzt so ungefähr die Hälfte schon erreicht haben. Also, ja, Bing Cheng schon deutlich über die Hälfte. Wie gesagt, seine BB ist halt 18 Minuten besser. Aber bei Pazama kann man jetzt so ungefähr von der Hälfte sprechen. Wir hatten gar keine Spiele mehr unterm Stream angezeigt. Doch. Doch. Auf der linken Seite unter Bing Cheng. Da steht Quest RPG Brian's Journey. Oder meinst du jetzt bei uns unterm Stream direkt? Ach so. Das wird im Streamtitel und in der Kategorie wird das angezeigt. Kann aber sein, dass der Bot das irgendwie nicht so übernommen hat, wie er eigentlich sollte. Doch, müsste er eigentlich. Ich hatte ja erst zu Anfang des Races umgeschalten auf den Originalstream. Ach so. Na gut. Warte immer noch bei Bing Cheng auf den nächsten Bosskampf. Bei Pazama finden im Moment so ein paar Dialoge wieder statt. Also alles auch wieder ein bisschen unspektakulär. Man sieht übrigens auch, also bei Pazama hat man es eben gut gesehen, Feuermagie ist immer noch auf Stufe 1.
Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob die überhaupt gesteigert wird. Ich hatte ja vorhin gesagt, die werden wir später erst nutzen. Aber ich bin gerade am Überlegen, ob wir die überhaupt mal wirklich nutzen. Bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Oh, schön, ich habe mal wieder Standbild. Hey. Ach, ich liebe manchmal meinen Browser. Ich hatte gestern, als ich mich auf die ganzen Runs für diese Nacht vorbereitet habe, da hatte ich ja auch Phantasy Star schon offen, weil ich da ja generell jetzt wird das ganze Events immer mal ein bisschen mich noch weiter vertiefe. Und hatte halt für Phantasy Star mehrere Tabs offen und dann für die insgesamt 5 Runs, jetzt, die ich heute Nacht kommentiert hatte, hatte ich halt auch für jeden Run mehrere Tabs offen. Und irgendwann wollte er dann nicht mehr. Mal ich ja auch Chrome nutze. Und Chrome ist ja da sowieso sehr arbeitsspeicherintensiv. Und da konnte ich plötzlich auch den Stream nicht mehr gucken. Da musste ich erstmal ein paar Tabs zu machen, ob ich überhaupt irgendwas machen konnte hier. Ach du. It could be the lagoon factor. Like, you know, it's poisoned. Yeah, the water's muddy. Yeah, even though it's clear and blue. I like your explanation. Bin mir mal kurz Kaffee nachholen. Ja, okay, alles klar. Gerade bei Bing Chen geguckt, ob das vielleicht jetzt so ein Kampf war, dem, aber das ist ein Zufallskampf gewesen. So ein Kampf gewesen wäre, bei dem man halt so einen Fixpunkt mal setzen kann. Um das Ganze dann halt später mit Pasama zu vergleichen, wenn sie dann da angekommen ist an der entsprechenden Stelle. I really like the adaptations that they made for the spell animations in this. Oh yes, they did a great job. Yeah, there's some really impressive spells. Werden wir mal einfach den Dialog mit Effner nehmen, der bei Bing Chen gerade abgelaufen ist. Waren, was war das, 1 Stunde 44, die Szene, die ich da jetzt im Kopf hatte? Also 1 Stunde, 0 Minuten und 44 Sekunden. Und mal schauen, wann Pasama an dieser Stelle ankommt, wenn ich es bis dahin nicht schon wieder vergessen habe. Alle machen sie sich Kaffee am frühen Morgen. Bin ich hier der Einzige, der keinen Kaffee trinkt? Oder ganz, ganz selten mal, vor allem nicht zum Wachwerden? Würde mich mal interessieren. Achso, und morgen Mr. Nature. Geht wieder die ganze Reihe durch. Ich hatte Tee. Ja, okay. Tee ist noch in Ordnung. Ah, stimmt. Ziff trinkt ja auch keinen Kaffee. Wobei Cola jetzt auch nicht viel besser ist, davon mal abgesehen. Ja, was heißt ja bei Cola besser? Ist es halt mehr der Zucker, der putscht. Genau. Und Rukushu ist auch kein Kaffeetrinker. Ja gut, Blattwag, das ist natürlich ein Argument. Besser Kaffee als Bier. Das stimmt natürlich. Also dann würde ich auch auf alle Fälle Kaffee bevorzugen am Morgen. Am frühen Morgen. Ich sehe schon wieder kommen auf der Dokumi. Wenn Taita wieder seinen geilen Kaffeeautomaten mitbringt, dann stehen früh morgens da wieder die ganzen Zombieschlange. Oh ja. Und ich stehe daneben und lache euch alle aus. Ah, das werden wir noch sehen. Ja, wobei, ich weiß ja nicht mal, ob ich da am frühen Morgen dann da bin. Ja, ich übernachte ja nicht direkt in Düsseldorf. Ja, ich komme ja bei Nickmi unter. Zusammen mit Sorge. Da müssen wir immer doch ein kleines Stück reinfahren. Und sind generell auch davon abhängig, wann Nickmi schlafen will. Wir haben diesmal extra gesagt, wir nehmen diesmal Hotel, weil wir einfach keine Lust haben, wieder früh morgens auf den Stress dann halt rüber zu fahren von Duisburg nach Düsseldorf. Ja, ich meine, Duisburg ist ja eigentlich auch nicht so weit entfernt, aber... Ja, wir sind halt trotzdem halt immer so eine Stunde am Fahren gewesen mit der Bahn. Ja gut, natürlich auch nicht unbedingt wenig. Aber Duisburg, wenn Mauli mir das Autogramm nicht besorgt von Zayak, dann muss ich unbedingt irgendwie an dem Wochenende auch mal nach Duisburg und mir das selber holen. Also nicht mir, sondern meiner Freundin halt. Oh.
würde sich so darüber freuen. Was ich irgendwie immer nicht verstehen kann. Ich meine, Zayak, also wer Zayak nicht kennt, das ist halt so eine Zoohandlung, so eine ganz große da in Duisburg. Und die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und ja, das ist ganz witzig gemacht. Habe ich jetzt Anfang des Jahres aber auch erst kennengelernt. Und ja, kann ich empfehlen, tatsächlich. Vor allem, wenn man sich für Tiere allgemein interessiert. Zoozaya, genau, Blattwag. Genau, den meine ich. Morgen, Kako. Ich habe ein winkendes Hallo, Miri, gepostet. Oh, niedlich. Cool, meine ich. Ich bin auch männlich, cool. Gib's auf, Veni, das funktioniert bei dir nicht ja, mehr. Ja, ich weiß. Immer der faule Praktikant, genau. Weißt du, also, ab einem bestimmten Alter braucht man nicht mehr versuchen, cool zu wirken. Und ja, Pazama ist cool. Game Over gegangen. Oh. Ja, Moment. Pazama musste gerade neu laden. Ach so, okay, ich dachte, das war in dem Kampf, der bei mir noch lief. Da habe ich das tatsächlich verpasst in dem Moment. Oh, das ist jetzt natürlich bitter. Ich meine, Pazama ist ja sowieso schon deutlich hinten dran. Oh, das tut weh. Also ich glaube, damit hat sich das Race sowieso erledigt. Aber schauen wir mal. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Vielleicht stirbt Bing Cheng ja jetzt zweimal. Und dann könnte wieder alles offen sein, aber ich glaube eher nicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, also es ist wahrscheinlicher, dass Pazama einmal stirbt als Bing Cheng. Genau das ist ja jetzt passiert. Cool ist man, wenn man nicht versucht, cool zu sein und so ist, wie man ist. Das ist eine wahre Aussage, Mr. Nature. Stimme ich dir vollkommen zu. Also, Veni, halt dich mal dran. Tue ich doch. Ich bin doch cool, ohne cool sein zu wollen. Nein, Quatsch. Muss mich jetzt mal so ein bisschen orientieren. Ich versuche nämlich auch gerade herauszufinden, wie viel Zeit Pazama dadurch jetzt verloren hat. Aber es ist auf alle Fälle doch eine Menge. So ein paar Minuten, so wie ich das mitbekommen habe, schon. Ich weiß halt nicht genau, wie das beim Game Over ist, weil sowas halt einfach nicht vorkam in den BR-Runs. Also in den PP-Runs, meine ich. Und deswegen kann ich da jetzt auch tatsächlich nichts zu sagen, was man oder wo man da neu gespawnt wird, was man vielleicht auch an Items und so verliert oder an Erfahrung vielleicht sogar im schlimmsten Fall. Also es kann schlimmstenfalls tatsächlich sein, dass nicht nur der direkte Zeitverlust da jetzt mit reinspielt, sondern dass Pazama dadurch vielleicht, weiß ich, ein, zwei Level verloren hat und dann später sogar nochmal grinden muss extra dafür. Das wäre halt natürlich verdammt ärgerlich. Ja. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist eigentlich eine Spielmechanik, die selten eingesetzt wird. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass viele Runner halt wirklich für den Worst Case auch Safety Saves vorbereitet haben. Dass genau, wenn halt wirklich irgendwas passiert, dass man da dann immer noch ausweichen kann. Moment. So. Achso, ja, wurde doch schon. Gut. Immer diese Bots, ja. Naja, einfach ignorieren. War das ein Bot, ja? Keine Ahnung, aber gut möglich auf alle Fälle. Was macht der linke Runner gerade? Moment. Kann ich dir tatsächlich nichts sagen? Er hat gerade einen Save and Quit gemacht, glaube ich, um irgendwas zu triggern. Hm?
Er lockt oder er scheint zumindest den Vogel da hinlocken zu wollen, weil er immer ein Stück weiter nach links geht. Moment, ich kann ja mal. Kann gucken. Sein, dass er versucht, out of bounds zu gehen. Kann natürlich auch sein. Ich versuche mal zu gucken, es gibt nämlich tatsächlich Notes für das Spiel, die sind aber extrem veraltet. Also steht sogar gleich als erster Satz da mit drinne. Oder sogar als Überschrift mit drinne. Vielleicht steht da was dazu mit bei. Aber ich kann es jetzt nicht versprechen. Ich versuche mal rauszufinden. Mensch. Versuche auch noch rauszufinden, wie man ordentlich redet. Ringshop, das ist es nicht. Und einmal irgendwo Bird suchen. Bird ist nicht dabei. WB Naga, ich hoffe, du hast dich auch ordentlich hinter den Ohren gewaschen. 14. So 13 resets? Yeah, 14th try. Die tatsächlich finde ich auch so auf die Stelle in den, wie gesagt, sehr veralteten Notes nichts dazu. Pasama gerade gestorben wieder? Weil ich jetzt gerade gesehen habe, dass sie, ach nee, Pasama lockt auch einen Vogel dahin. Ach, eine Taube soll das sein. Pigeon. Danach könnte ich vielleicht nochmal suchen. Nee. Kann natürlich auch sein, dass dann ein Item gegrindet wird. Ja, im Grunde kann das so ziemlich alles sein im Moment. Alles klar, alles klar, Sif, dann bis später. Wir hätten jetzt tatsächlich beide genau denselben Satz gesagt. Alles klar, Sif, dann bis später. Hätten wir dann nur noch synchron machen müssen. Dann wäre Sif komplett verwirrt. Dann wäre, glaube ich, nicht geplant. Nur Sif verwirrt, dann hätten wir uns auch selber verwirrt. Ja gut, wahrscheinlich. Ja, es sieht so aus, als würden die dasselbe machen, aber an komplett unterschiedlichen Stellen, wie es aussieht. Ich habe eben auch überlegt, ob man auf die Art und Weise irgendeinen Wert noch hochkriegt, aber das passiert nur in Kämpfen, also Wertesteigerung. Hat Pasama aufgeholt. Ein bisschen kann tatsächlich sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Deswegen versuche ich auch irgendwie so einen Fixpunkt mal zu finden. Also, weiß ich, so einen Bosskampf zum Beispiel. Wo man das dann ganz genau sagen kann. Ach, die haben sich Preise von den Tauben geholt? Okay. Na gut, da haben die sich Preise von Tauben geholt. Danke für die Info, Leser Luki. Ah, und deswegen immer wieder neu geladen, bis halt der richtige Preis einfach kam. Okay. Alles klar, dann weiß ich da jetzt auch Bescheid. Wie gesagt, in Notes habe ich jetzt dazu gar nichts gefunden. Aber die sind halt auch schon sehr veraltet. Achso, aber Bing Cheng ist ja jetzt beim nächsten Boss. Das heißt, weil der stirbt, kann ich mal auf die Zeit achten und dann das demnächst mit Pasama vergleichen. Explodiert ist er jetzt bei, was war das, 1.12.46 oder sagen wir 1.12.45. Muss ja nicht auf die Sekunde genau sein. Wir wollen ja nur so einen ungefähren Überblick haben. Ungefähr, sagt er, und dann wird er uns wieder auf die Sekunde genau eine Zeit ausspucken. Auf die tausendstel Sekunde. Und auf den Pixel, genau. Ja, ja. Einfach, weil ich es kann. Will er angeben, merkt er, ne? Ja, ja. Da will ich doch immer. Nur klappt es in den meisten Fällen nicht. Ja, leider. Gerade dann geht's aber nach hinten los. Das ist halt mein Problem. So, aber Pasama ist jetzt auf alle Fälle auch bei Lavar. Und
Ja gut, jetzt ist eine Minute vergangen, seit Bing Cheng Lavar besiegt hat. Mal werden wir mal schauen, wie schnell Pazama den Kampf beendet. Ah, circa 2 Minuten? Okay. Dann hat Pazama doch ganz gut aufgeholt. Ja, ja. Ja, sogar fast exakt 2 Minuten. Also eine Minute, was war das? 1 Minute 58 bis 59, so ungefähr. Die Viori, gerannt, nein. Gespielt, ja. Aber Lufia 2 Runner, das wäre dann Kitty. Also Chaos Kitty, die runnt halt Ancient Cave in erster Linie. Hat aber auch mal, was war das, Gardes Percent, glaube ich, gemacht? Oder probiert zumindest. Ah, und Bing hat gefühlt doppelt so oft laden müssen. Das hatte ich mir jetzt nämlich auch schon gedacht. Also, das ist dann halt einfach ein RNG-Element. Da kann man Bing jetzt auch keinen Vorwurf machen. Da hat er einfach Pech gehabt, aber ist für uns natürlich ganz gut. Damit wird das ganze Race nämlich ein bisschen spannender wieder. RNG ist halt the true MVP. Richtig. 13 Versuche oder so gebraucht, okay. Was sah man nur 5? Na gut, das ist schon mal ein großer Unterschied. Ja. Und da lädt Pazama gerade neu. Und die sind jetzt aber wirklich dicht beieinander, wie es aussieht. Da brauchst du dich doch nicht für entschuldigen, wie Viori. Mensch, warum fällt es mir so schwer, den Namen auszusprechen? Viori hat aber auch den einen Tag gesagt, Vivi reicht. Vivi reicht, ja? Okay. Mhm. Ja, okay, da kommt's nochmal, Vivi. Okay. Werde ich mir hoffentlich auch merken. Er wird's wieder vergessen. Yep. Du musst ihm das verzeihen, er ist alt. Irgendwie musste damals... Ach so, geht um die GEMA-Batterien wieder, ja. Also mal zur Erklärung für die Leute, die so alte Speicherbatterien nicht mehr kennen. Die alten Module von damals, also Master System und Mega Drive und Game Boy zum Beispiel, SNES. Die Module, bei denen man da speichern konnte, die hatten halt für gewöhnlich so eine Speicherbatterie drin, die zwar eine ganze Weile hält, so, ja, es wird immer gesagt, so ungefähr 20 bis 30 Jahre. Aber so langsam geht die Zeit los, in der viele dieser Batterien halt versagen. Das heißt, wenn ich mir jetzt, nehmen wir mal Phantasy Star fürs Master System holen würde, gebraucht, dann ist nicht sichergestellt, dass ich auf dem Modul auch speichern könnte. Lässt sich zwar relativ leicht ersetzen, wenn man die entsprechenden Werkzeuge hat, aber wenn man es beim Fachhändler machen lässt, und das würde ich auch empfehlen, dann muss man natürlich auch einen entsprechenden Fachhändler in der Nähe haben. Ungefähr zur Game Boy Color Zeit war das auch gewesen. Eine Sekunde, es hat gerade bei mir geklingelt. Okay. Unerwartetes Klingen am frühen Morgen. Mal seltsam. Und zu der Zeit könnte es die Post sein. Wer weiß. Ja, beim alten Game Boy, generell bei vielen alten Modulen konnte man nicht speichern, einfach weil die Kosten für so eine Batterie ja nun auch nicht ganz unerheblich waren und viele Hersteller sowas dann auch nur dann gemacht haben, wenn so eine Speicherfunktion wirklich notwendig war. Also ich sag mal, keine Ahnung, man brauchte jetzt nicht unbedingt die Highscores in Super Mario Bros. Speichern, aber Zelda spielt schon, sollte man schon speichern können. Also hat man bei Mario Bros. Dann keine Batterie eingebaut, aber bei Zelda zum Beispiel. Bei irgendein komischer Vertreter, ich hab nicht aufgemacht, keine Ahnung. Ach so. Ich lese es halt gerade, Pro-Edition,
So gerade ab dem Game Boy Color Zeitraum ist es halt so gewesen, dass sie halt gemerkt haben, dass die Speicherbatterien halt einfach nicht mehr die Kapazität bringen können, wie das halt früher war, eben dadurch, dass die Spiele auch anspruchsvoller wurden, beziehungsweise halt auch grafisch aufwendiger und das mehr verbraucht hat. Und dadurch ist es so, dass bei vielen Game Boy Color Spielen die Batterien bereits nach 1 bis 2 Jahren aufgegeben haben und dann ausgetauscht werden mussten. Genau, bei vielen gab es halt auch das Passwortsystem, aber da gab es halt immer das Problem, wenn das so ein komplexes Spiel war, also weiß ich, so ein Rollenspiel zum Beispiel, da musste auch das Passwort entsprechend sehr lang sein und das war halt sehr, sehr nervig. Halt auch nicht kundenfreundlich. Und ja, Kristalledition oder generell auch Pokémon Gold und Silber waren damals sehr, sehr, sehr schöne Beispiele dafür. Für Spiele, die halt sehr schnell Batterieversagen hatten. Genau. RIP, meine silberne Edition mit 148 Pokémon. Oh, das ist bitter. Ich hatte fast alle. Ich hatte fast den Pokédex voll und dann ist die Batterie gestorben. Oh, das ist. Da war ich salty. Da war ich richtig salty gewesen. Das glaube ich dir. Vor allem, ich hatte noch einen Mew und einen Celebi von diesen komischen Pokémon-Events gehabt. Da sind wir damals extra hingefahren. Okay. Da musste man noch die Module abgeben, damit die in so ein Gerät gesteckt wurden, damit man das Pokémon da draufladen konnte. Oh, okay. Oh Mann. Das war richtig ärgerlich. Mhm. Na, glaube ich dir. Ich meine, aber irgendwann kam dann ja der Flash-Speicher und der ist ja de facto zumindest, auch wenn der halt in Anführungsstrichen kaputt gehen kann oder unbrauchbar werden kann, theoretisch, aber im Endeffekt ist der ja ewig haltbar. Ihr Link schickt dir sein Beileid. Ja. Oder war ich mit Dame gemeint? Nee, ne? Nein. Okay. Ja gut, ich habe ja auch nicht von Pokémon geredet. Ja, das ist so der Fluch der Pokémon-Sammler. Ja, glaube ich. Das glaube ich. Vor allem, ich habe ja damals immer alles schön übertragen, damit ich dann halt alle Pokémon wirklich auf einer Edition dann zusammen hatte. Ich hatte ja die rote, hatte ich ja auch den kompletten Dex gehabt. Mhm. Mit den 151 Pokémon, wo ich total stolz drauf war. Und ich hatte damals sogar ein originales Surfer Pikachu. Okay. Das habe ich hart zusammengegrindet mit Pokémon Stadium. War eine richtig, richtig Kackarbeit, damals an das Surfer Pikachu zu kommen. Ja. Und dann gab es ja. Also da musste man ja dann von der dritten Generation in die vierte. Da hatte ich ja dann das Problem, ich hatte zwar ein Saphir-Modul, aber ich hatte nie einen normalen DS. Okay. Ich hatte immer, also ich hatte halt direkt den 3DS gehabt damals. Mhm. Und das heißt, ich konnte halt ab der dritten Generation die Pokémon nicht weiter übertragen. Mhm. Das hatte mich dann auch geärgert. Mhm. So, ich habe übrigens, Bing Chang, Gott, jetzt konnte ich den Namen schon nicht mehr aussprechen, ist gerade beim nächsten Boss, beziehungsweise in dem Moment hat er ihn auch besiegt. Und ich hatte jetzt mal beim Eintreten in den Bosskampf geguckt, wie da die Zeiten waren bei ihm. Damit ich dann jetzt gleich Pazama auch wieder vergleichen kann. Also haben wir da auch gleich wieder einen Zwischenstand, ob Pazama jetzt sogar noch ein bisschen aufgeholt hat oder doch wieder ein bisschen abgefallen ist. Im Moment sieht es eher nach ein bisschen abgefallen aus. Aber allzu viel hat sich, glaube ich, tatsächlich gar nicht geändert. Na gut, werden wir gleich sehen. So, Bing Cheng ist jetzt in dem, ja, ich nenne es einfach mal Luftschloss angekommen. Weil ich im Moment eher so auf Pazama achte, weil ich halt den Zeitpunkt da nicht verpassen möchte. Okay, aber ich kann jetzt schon sagen, Pazama hat wieder ein bisschen Zeit verloren. Einmal nochmal heilen bei Pazama jetzt zumindest.
Aber wie halt RNG da auch schon wieder gezeigt hatte, es ist nichts entschieden. Richtig. Also Bing Cheng hatte ja jetzt doch ein bisschen Pech, was das RNG anging, vor allem bei den Pigeons davon, bei den Tauben. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, dass wenn sie beide gleiches RNG hätten, oder wenn sogar Pasama das schlechtere RNG erwischt hätte, wie weit die dann jetzt schon auseinander wären. So, und dann kann ich gleich einen Zwischenstand geben. Ja, 3 Minuten Unterschied. So fast exakt 3 Minuten. Mensch, ich hab grad Schluck auf. Hilfe. Naga fragt doch gerade, ob wir im Estimate bleiben. Denke mal schon. Also, bei Bing Cheng bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass er im Estimate bleiben wird. Bei Pasama weiß ich es halt nicht genau, weil, wie gesagt, sie hat ja sowieso eine PB, die zumindest auf speedrun.com, die von vornherein schon über dem Estimate liegt. Aber ich denke mal, dass die beiden Runner da keine Estimate angegeben hätten, einer von beiden gar nicht erfüllen kann, laut PB. Ja, aber ich vermute mal bei Bing Cheng so ungefähr 1,45 am Ende. Weil da sind mir jetzt keine wirklichen Fehler aufgefallen. Er hatte halt RNG-technisch ein bisschen Pech. Aber jetzt nicht so viel Pech, dass er da jetzt, keine Ahnung, eine Viertelstunde verloren hat oder so. Und Pasama würde ich tatsächlich mal tippen, dass sie so knapp über der Estimate sein wird. Vielleicht auch ganz knapp darunter, aber ziemlich dicht dran auf jeden Fall. Das ist so meine Prognose jetzt. Also ich sag mal einfach 1,45 bei Bing Cheng und 1,50 bei Pasama. Schauen, wie nah ich dann dran bin. We do. We have a $36 donation from Nemo 2342 that says getting in a quick bird donation. Das ist weit weg. Ja, Zorgo. Und morgen, Zorgo. Ich hoffe, Zorgo hat gut geschlafen. Ich hoffe nicht. Sei weiter so und du wirst nachher keinen guten Schlaf haben. Ah, das fürchte ich auch. Aber wenigstens habe ich einen langen Schlaf. Nein, den wirst du dann auch nicht haben. Ach, du wirst dann alle paar Minuten schweißgebadet wach werden. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, du hast ja meine Handynummer, ne? Verdammt. Kann böse enden dann. Fragt sich nur für wen. Ja gut, fragt sich doch nicht. Es wird böse für mich enden. Verdammt. So, aber ja, man kann so grob sagen, 25 Minuten noch. Dann dürften beide durch sein. Vielleicht sogar eher 20. Wird sich zeigen. Kommt bei Pasama halt besonders drauf an, wie jetzt Execution-lastig den Rest noch schafft. Und ob ihr auch das RNG so ein bisschen hold ist. Ach, Weirlink, Vinny kennt das nicht anders. Und für diese teuflische Dame habe ich mein Beileid ausgesprochen. Ja, jetzt kommt das wahre Gesicht so zum Vorschein bei ihr. Hey, du bist mein Sensei, du hast dafür gesorgt, dass ich so werde. Stimmt, verdammt, ich habe ein Monster erschaffen. Aber ein sympathisches Monster. Die sind jetzt übrigens auch beide wieder in unterschiedlichen Gebieten, obwohl sie diesmal halt nicht ganz so weit auseinander sind wie vorhin. Aber, ja, Bing Cheng ist da jetzt doch schon einen kleinen Augenblick in diesem Gebiet drin, in dieser Wüste. Ja, siehst du, Veni, du bist schuld. Was,
Ach so, ach ja, da. Ich wusste jetzt nicht, auf welche Aussage das bezogen, weil ich muss mir jetzt erstmal alles da im Chat durchlesen. Du meinst das von Zorgo, ne? Ja, natürlich. Ja. Und von Realink. Von Realink auch noch? Ach so, da ja. Hm, was hast du getan? Ja. Tut mir leid. Ich nehme zwar keine Schuld auf mich, es tut mir trotzdem aber leid. Ja, komisches Deutsch eben. Egal. Und jetzt hatte ich vergessen, wie die Zeit war beim Fixpunkt, den ich mir gerade noch mal rausgesucht hatte. Ah, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wie die Zeit war. Aber ich fürchte halt, dass Pazama jetzt auch so nach und nach immer weiter wieder ein bisschen abfallen wird. Da macht sich dann einfach die Erfahrung in dem Run und ja, ich will nicht sagen, das Können, das klingt immer so ein bisschen abwertend einem Runner gegenüber, aber Bing Cheng ist halt zumindest der erfahrenere Runner. Das wird hier wahrscheinlich dann auch im Endeffekt ihm den Sieg bringen, wenn er jetzt nicht noch irgendwas komplett verhaut. Also ich glaube tatsächlich auch nicht, dass Pazama so aus eigener Kraft jetzt das Ganze noch auffüllen könnte. Ey, ich habe immer noch den klingonischen Hochzeitstext für Nick Mia. Also bitte. Oh Mann, ich frag da lieber nicht nach. Außerdem habe ich die versprochene Bezahlung noch nicht dafür gekriegt. Deswegen ist Nick Mia noch nicht verheiratet. Also Zuschauer, die jetzt das erste Mal hier sind, die müssen sich denken, was ist das hier für ein komischer Verein. Und ja, ihr habt recht. Das mag vielleicht sein, aber die Braut hat sich klingonisch gewünscht. Okay. Was, Sif die Braut? Klingonisch passt nämlich zu Sif irgendwie so ein bisschen. Nein. Okay. War jemand im Chat? Fand Nikmi sehr sympathisch von der Stimme her. Und hat dann so gefragt, Nikmi, also ob sie Nikmi heiraten darf. Mhm. Ach, wie niedlich. Ja. Oh, und Pazama hat tatsächlich aufgeholt, wenn auch nur so 3-4 Sekunden. Aber immerhin. Irgendwann heute Nacht hatten wir doch mal diese Diskussion, oder jemand hat das zumindest in den Chat reingeschrieben, dass derjenige es hasst, wenn man in solchen Spielen an verschlossenen Schatzruhen vorbeigeht. Der Raum da eben, diese, ich nenne es einfach mal die Schatzkammer, muss ja dann der Horror für diese Person gewesen sein. Ja, das kann ich nachempfinden. Mich triggert das auch in jedem Kingdom Hearts One. Oder wenn ich irgendwie überhaupt so Trainingssession habe, wenn ich einen Truhen vorbei muss. Mhm. Normalerweise casual immer mitnehmen würde. Ach, Flick war das, stimmt, genau. So, und den Drachen, den wir jetzt bei Bing Cheng sehen, den kennen wir ja schon. Ist ja schon ein alter Bekannter, mit dem sind wir mittlerweile schon per Du. Oh ja. Und da sieht man, also bei Bing Cheng sieht man es gerade ganz gut, wie man halt den feindlichen Attacken ausweichen kann. Kann sich halt ja quasi jederzeit bewegen. Das heißt, also zumindest innerhalb dieses Radius, der da angezeigt wird. Und sobald der Gegner halt, in dem Fall der Drache, einen Feuerstoß macht, geht man einfach kurz nach oben und weicht den Feuerbällen komplett aus. Karatus, bist du das? Ja. Sephriot, yep, Quest RPG hat was mit Quest 64 zu tun. Das ist, wenn man so will, der Game Boy Color Ableger von dem N64, Quest 64. Also Spiele hängen definitiv zusammen.
Ich weiß jetzt nicht, ob die, oder ob, ja doch, ob und wie die Story technisch zusammenhängen. Sprich, ob, weiß ich, der Teil hier, keine Ahnung, ich sag mal ganz blöd, 100 Jahre nach Quest 64 spielt. Oder vielleicht sogar parallel. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ja. Irgendwie hängen sie zusammen. Ich bin auch der Meinung, dass es kein anderes Quest-Spiel gab. Aber da könnt ihr mich gerne korrigieren, falls ihr das da besser wisst. Hi, frecher Ingo. Servus. Drache hat Ähnlichkeit mit dem Pokémon. Ja, kann sein. Keine Ahnung. Ach so, ach, Garados ist ein Pokémon. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ah. Ja, aber wenn ihr mir kommt mit Ähnlichkeiten mit dem und dem Pokémon, da bin ich sowieso raus. Pikachu erkenne ich noch. Und Mewtwo erkenne ich noch. Pummeluff, aber auch nur wegen Smash Brothers. Ja, mehr fallen mir spontan tatsächlich gar nicht ein. Ich bin stolz auf dich, Veni, du kennst Pokémon. Nein. Nicht wirklich. Du versuchst es wenigstens. Eigentlich auch nicht. Die Pokémon ist tatsächlich etwas, da werde ich nie rankommen. Obwohl es mir eigentlich gefallen müsste, ne, weil sehr viel Grinden und dergleichen. Aber... Hey, du kennst zwei Pokémon, okay? Das ist schon mal mehr als manch anderer. Was kenne ich? Du kennst zwei Pokémon, ja? Das ist mehr als manch andere. Nicht drei. Drei habe ich aufgezählt. Pikachu, Mewtwo und Pummeluff. Ja, wir wollen es mal nicht gleich übertreiben hier, ja? Ja. Und ich weiß, dass... ich weiß, wie dieses eine Pflanzen-Pokémon da aussieht. War das nicht sogar... Nee, das war nicht Garados. Ja, ich weiß zumindest, wie es aussieht. Ich könnte jetzt nur den Namen nicht nennen. So, Pasama ist jetzt auch wieder bei dem Drachen. Ich meine, jetzt hatte ich mal nicht auf die Zeit geachtet. Aber den hatte Bing Cheng jetzt vor ein paar Minuten ja auch gerade besiegt. Ich denke mal, generell ist es jetzt auch am sinnvollsten, einfach abzuwarten, wie dann die Zeit am Ende sein wird. Weil Bing Cheng nähert sich ja jetzt langsam dem Ende. Zumindest laut meiner Prognose dürfte er jetzt in so 8 Minuten durchkommen. Also innerhalb der nächsten 10 Minuten, würde ich mal schätzen. Und Pasama dann halt dementsprechend ein paar Minuten später. Doggo, du sprichst mir aus der Seele, aber wir müssen mit ihm langsam anfangen, sonst überfordern wir ihn. Wir geben ihm erstmal Pokémon Rot und sehen, wie weit er kommt. Ihr werdet höchstens sehen, wie weit das Modul kommt, wenn ich es aus dem Fenster werfe. Morgen, Mario-Fan. Ratet mal, wer heute Geburtstag hat. Oh, keine Ahnung. Und morgen, Retro-Fan. Mario-Fan und Retro-Fan. Und beide tauchen hier gleichzeitig auf. Mehr oder weniger. Ja, aber Mario-Fan, falls du... Eine Fanception. Genau. Ich wollte gerade sagen, Mario-Fan, wenn du es bist, dann alles Gute zum Geburtstag. Und wir werden nicht singen. Und das ist unser Geburtstagsgeschenk an dich. Also, wir wünschen dir sehr, sehr gerne alles Liebe und Gute zum Geburtstag, aber wir werden nicht singen. Das wäre auch so ein bisschen, bisschen gegensätzlich, dieses wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag und werden für dich singen. Würde sich irgendwie widersprechen, beides. Ja, finde ich auch. Also, ja, tut mir leid. Doch, bitte sing, die Dame hat so eine angenehme Stimme. Die Dame kann absolut nicht singen. Kleiner Tipp, zerstört euch oder lasst euch die Illusion der angenehmen Stimme nicht zerstören. Wenn ihr anfängt zu singen, dann habt ihr vielleicht ein ganz anderes Bild von ihr. Weiß ich nicht, ich habe Yuki auch noch nie singen gehört, also kann ich es gar nicht beurteilen. Haben mich zu viele leider schon mal in einem German-Stream singen hören.
Okay. Und war eins meiner ersten Kingdom Hearts Commentaries. Mach ich nie wieder den Scheiß. Danke. Im Namen der gesamten German Community sag ich dir Danke. Ich wusste es. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet. Ich hätte jetzt eher bei Exo mit damit gerechnet. Nicht bei Bloodbound, aber ja, ich wusste, dass sowas kommt. Echt, du warst da auch mit dabei, Ramba? Ich dachte, es war Taro, der mit dabei war. Taro und Taitai. Wing Chang ist übrigens im letzten Gebiet. Oh, nebenbei mal. Das hatte ich mir aber auch nur gemerkt wegen diesen Tiles da auf dem Boden. Weil ich finde diese Kombination hässlich. Dieses Ocker und dieses Blau mit so einem ganz, ganz leichten Violettstich. Heute haben wir Top-Konstellationen mit Veni. Genau. Komplementärfarben, Disharmonien. Was nicht mal wirklich gelernt, aber ich habe mich halt damit beschäftigt irgendwann mal. Also gelernt im Sinne von jetzt professionell gelernt in irgendeiner Schule oder so. Aber es ist fast 2 Jahre her, es ist klar, dass wir uns da nicht mehr so genau dran erinnern. an sowas will man sich auch nach einer Woche nicht mehr erinnern, glaube ich. Das verdrängt ja, man dann. Ja, wir haben es erfolgreich verdrängt. So, ja, Bing Cheng wird jetzt gleich beim finalen Boss sein. Aber ich überlege gerade, was war denn der finale Boss nochmal? Moment, habe ich... Achso, ja, ich weiß es wieder. Für genau solche Zwecke habe ich immer das Video pausiert beim finalen Boss, damit ich dann immer sehe, ja, das war er. Oh, nicht schon wieder der Tiger vs. Spoiler-Quote. Wer Tiger mal so wirklich energisch sehen will, der kann sich das gerne mal angucken. Achso, Ramal hatte da Regie damals, okay. Im Endeffekt hat Bing Cheng jetzt auch nach wie vor ein komplettes Gebiet Vorsprung. Ramal liest Chatnachricht vor Taro. Achso, ja. Der ist doch schon alt. Das ist egal, ob der schon alt ist oder nicht. Er ist immer noch aktuell. Ja, gut. Ich muss Taro da ja auch. Und das wird dein ganzes Leben lang sein. Oh Gott. So lange? Nee, da muss ich Taro ja auch mal Credits geben. Es ist halt gut durchdacht. Muss man erstmal hinkriegen, so einen langen Namen dann wirklich abkürzungstechnisch zu behandeln und dann die Ausformulierung dazu fertig zu machen. Schafft auch nicht jeder. So, na komm. Doch nicht mehr weit bis zum finalen Boss. Aber langsam mache ich mir sogar bei Bing Cheng so ein bisschen Gedanken. Ich meine, ich denke mal schon, dass er in der Estimate bleiben wird. Aber ich glaube, meine Prognose mit 1,45 wird nicht ganz hinhauen. Ich glaube, da wird er auch übergehen. Pazama ist auch im finalen Gebiet angekommen gerade. Heißt, jetzt ist es wirklich nur eine Frage der Zeit. Und, Estimate bei
Fazawa wird tatsächlich sehr knapp. Also ich glaube nicht, dass sie erst mit einhalten kann. Oh nein, Rammel, warum postest du das auch noch? Alle anderen das auch genießen können. Das will keiner genießen. So, und damit Schluss damit. Oh. Weil es sein muss. Was, dich wollen wir? Aha. So, und da ist Bing Cheng beim finalen Boss angekommen. Oder? Moment, ich will die Kampfgrafik nochmal sehen. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle, aber Mamoon müsste... Ja, es ist der finale Boss. So, kann ich mal ganz kurz ein bisschen was zu erzählen. Oder auch nicht, weil er nochmal geladen hat. Entweder, ja, ich denke mal, die erste Attacke war jetzt einfach sehr ungünstig. Deswegen hat er da einfach nochmal geladen, um eventuell mit einer besseren Attacke einzusteigen. Und das war wieder genau dieselbe, die will er auch nicht haben. Da wird er jetzt 5 Minuten sitzen, bis die richtige Attacke kommt und bis dann hat Fazawa doch wieder aufgeholt. So, aus Zuschauersicht wäre es natürlich ziemlich cool. I mean, he's acting like his normal self. Yeah, this is what I expect, honestly. Especially when I don't have quite enough defense. I got good encounters in that they weren't heavy damage. Dialog auf der linken Seite wieder. Und ja, jetzt kommt mal eine Attacke, die Bing Cheng gebrauchen kann. Oder auch nicht. Was? Auch das hat er resettet? Okay. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Ja, Nagakura, das kann natürlich auch passieren, dass Fazawa dann auch Ewigkeiten da immer wieder resetten muss. So, Reset wieder auf der linken Seite. Wow. Ich überlege gerade, welches nochmal die dritte Attacke war. Aber ganz offenbar will Bing Chen dann natürlich die dritte Attacke haben. Also geht jetzt sogar noch mal in Kampf rein. Und Fazawa holt unerbittlich auf. Und hier haben wir eben das Honeybread nochmal gesehen im Inventar. Ich hatte ja vorhin, ich war mir vorhin ja nicht ganz sicher, aber ich hatte gesagt, es heilt 100 HP und tatsächlich tut es das auch. Ist im Moment für uns ziemlicher Overkill, weil wir die HP nicht gelevelt haben, also nicht wirklich gelevelt haben zumindest. So, und jetzt haben wir auf der linken Seite endlich einen richtigen Kampf. Aber Bing Cheng hat halt Maximum, wenn ich es richtig gesehen habe, oh, okay, wir haben doch keinen richtigen Kampf, weil Bing Cheng gerade gestorben ist. Aber für Fazawa ist es gut, weil Fazawa kann dann aufholen. Ja, ja, klar. Wenn Fazawa da First Try schon Glück hat, ja, dann haben wir wirklich ein ganz enges Rennen am Ende noch. Weil man muss an der Stelle noch sagen, Bing Cheng kann dann wirklich beim besten Willen nichts dafür. Weil rein auf der technischen Seite hat er alles soweit gut gemacht, also nicht fehlerfrei natürlich, aber gut. Aber er hatte mindestens an 2 Stellen dann ganz extremes RNG-Pech. Einmal vorhin bei der Taube, wo er ein Geschenk haben wollte, das Ewigkeit nicht kam. Und was war das andere nochmal? Irgendwo hat er doch auch so viel Pech. Ach so, ja, hier bei dem Kampf, logischerweise. So, jetzt sind aber beide tatsächlich im finalen Bosskampf. So parallel. Und Fazawa, Fazawa
resettet nicht. Das heißt, wir sind jetzt wirklich fast gleich auf. Und insgesamt muss man 6-mal diese Windattacke auf ihn treffen. Also die, die wir jetzt gerade bei Bing Cheng auch gesehen haben. Und mit dem 6. Treffer ist dann, jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich das durcheinander bringe, ist direkt Time. In dem Spiel müsste direkt Time gewesen sein, nachdem des Endbosses. Ja. 1.49.08. Doch noch in der Estimate geblieben. Wenn auch ganz, ganz knapp bei Bing Cheng. Pasama kann es theoretisch auch noch in der Estimate schaffen. You could probably dodge those if you have high agility. I think even giant shoes maybe? Probably. Hey, nice time. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Tatsache. Immer noch Estimate, wenn auch extrem knapp. Aber trotzdem waren sie sehr nah noch aneinander dran zum Schluss. Ja. Ja, 24 Sekunden. So, Pi mal Daumen. Also 24,3 Sekunden Unterschied. Das ist echt wenig. Ich meine, wie gesagt, man muss auch dazu sagen, Bing Cheng hatte halt beim finalen Kampf da sehr viel Pech, musste sehr oft resetten. Und ja, ansonsten wäre er wohl eher bei 1,45 gewesen. Und Pasama halt tatsächlich ganz knapp unter der Estimate. Dann hätte ich sogar mit meiner Prognose fast recht gehabt. Ich raff da gar nichts. Okay, naja, ist ja nicht schlimm. Also grundsätzlich hat man halt die 4 Elemente, die man benutzen kann zum Angreifen. Und diese kann man so ein bisschen miteinander kombinieren. Das heißt, man kann, weiß ich, einfach einen normalen Feuerangriff machen, indem man für einen Angriff B drückt und dann einmal nach oben zum Beispiel. Man könnte einen Doppelfeuerangriff machen, wenn man zweimal nach oben drückt. Oder man kann die ganzen Dinge auch kombinieren. Man kann auch so Dreier und Vier, ich glaube Vierer auch, Angriffe machen, die dann halt umso stärker sind. Aber damit das halt auch ordentlich klappt, muss man auf dem Weg bis zum finalen Boss auch einiges ein bisschen hochleveln. Nothing broke, so we're good. Somehow. Yeah. Genau, es ging tatsächlich nur darum, dass, Bing Cheng, oder generell beide ja eigentlich, dass die halt diesen ersten Angriff vom Mamun, also vom finalen Boss, überleben. Und Bing Cheng hatte da sehr viel Pech und Pasama hat es halt gleich beim ersten Mal geschafft. Also hatte da auch sehr viel Glück an der Stelle. Ansonsten wäre es halt doch ein paar Minuten weit auseinander. Aber so sollte ein Race eigentlich sein. Schön eng, schön knapp. Da hat auch der Zuschauer was von. Wobei es wäre natürlich besser, wenn es die ganze Zeit so eng gewesen wäre. Basically, quest in a nutshell. I know the next run is glorious and fantastic. I hope I can stay up all night to watch it. Rip my sleep. So, und als nächstes haben wir, jetzt wollen wir noch mal gucken. So, The World Ends With You. Nein, als nächstes kommt Lunar Dragon. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja schon markiert. Ich habe jetzt einfach bei dem geguckt, was im Schedule unter der Markierung ist. Aber ja. Gut, soll ich nochmal schnell umstellen? Wenn du Lust hast, darfst du das gerne machen. Okay, dann stelle ich schnell nochmal um. Wo haben wir es?